So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und jawohl, Alter, heute ein Battlefield-Video. Und zwar vom neuen Battlefield Hardline, die Beta. Die habe ich auf der PlayStation 4 bei einem Kumpel mal angespielt. Das hier habe ich jetzt erspielt hier im Hintergrund. Musste erstmal reinkommen. Ist nichts Besonderes oder so, braucht ihr nichts erwarten jetzt hier. Aber es war irgendwie lustig. Aber zum Fazit kommen wir dann auf jeden Fall noch später. Als erstes möchte ich euch jetzt erstmal sagen, was neu an dem Battlefield ist. Was ich auch geil finde. Und die Maps gab es nur zwei, was ich gespielt habe. Und ja, Waffen und so weiter und so fort. Weißt du was, fangen wir gleich mal mit der Waffen an. Hier im Hintergrund seht ihr ja auch gerade eine Sniper. Habe ich ein bisschen veraimt. Also da habe ich ihn jetzt geholt. Killhilfe. War jetzt nicht so der Burner, aber... ja, da bin ich irgendwie Steuerung nicht klar gekommen. Oh, da veraim ich auch noch. Ja, scheiß drauf, Leute. Auf jeden Fall. Eine Sniper konnte ich bei ihm anspielen. Haben es jetzt nicht so abartig gesuchtet, dass man so heftige Snipers ausprobieren konnten. Aber eine habe ich aufgehoben mal. Also die hatte einer drin. Mit offener Visierung. Wie bei Black Ops 2 Ballista. Offene Visierung. Leute, Alter, die ging ab. Ohne Scheiß. Die Gegner, die hat so schnell gedroppt. Die hatten keine Chance irgendwie. Auch nur einen Hauch einer Chance. Gar keinen. Man hat sie einfach weggeholt. Sie hatten keine Chance. Hier sieht man jetzt auch schon, es ist ein bisschen anderes Design alles. Hier gibt es andere Sachen und den Kletterhaken, Leute. Haben wir uns gekauft, da jetzt. Der ist geil, Leute. Der ist geil. Da kann man zum Beispiel an einem Dach, an die Kante oben am Dach, kann man hochschießen. Und dann, wie so ein Seil, geht er dann nach oben und ihr tut es einfach da dann... Oh, Jumpshot. Und dann könnt ihr da hochklettern an dem Seil des Hauses hoch und könnt einfach mal die Gegner von hinten irgendwie schnell holen. Also richtig geil. Es gibt noch, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das hier war jetzt der Kletterhaken und dann gibt es noch so ein Seil, eine Seilrutsche, genau. Die schießt man von einem Dach zum anderen, bisschen nach unten, damit man da dann so runterrutschen kann. Es ist richtig gechillt. Das bockt sich auf jeden Fall. Da kann man wirklich auch auf jedes Dach hoch, aber was einem hier auch schon auffällt jetzt, es gibt gerade gar keine Fahrzeuge auf der Map. Liegt auch an dem Modus, denn das ist ein neuer Modus namens Heist. Das sind Banküberfälle. Man sieht hier in der Mitte schon so ein Gebäude und gerade vorher war ich auch in so einem Tresor drin. Hier habe ich gerade den Vorschlagshammer benutzt. Das Teil ist geil. Da kann man einen umnieten mit dem Vorschlagshammer. Also das ist wirklich ganz gechillt. Dann auf jeden Fall ja alles ein bisschen anders gestaltet und so. Und wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben gerade? ja genau, bei dem Banküberfall. Dem Spielmodus. Ich finde es eine geile Idee. Und zwar muss man da einen Tresor als Polizei, es gibt ja die Polizei und Räuber, glaube ich, oder keine Ahnung wie die, also Polizei gibt es auf jeden Fall und noch andere Typen halt, Diebe oder keine Ahnung wie sie heißen, muss man als Polizist, muss man als Räuber muss man in den Tresor einbrechen und dann kann man da irgendwie... glauben Geldkoffer oder so holen und muss den zu einem Platz bringen auf der Map. Da kommt dann Heli und der holt den Koffer dann ab und dann hat man einen Koffer gerettet. Und das dreimal, glaube ich sogar. Hier im Hintergrund bin ich jetzt auch Cop. Und ja, ich finde den Spielmodus eigentlich geil. Also auf der Map ging der richtig ab. Da stürme ich jetzt in die Mitte. Also da geht es immer gleich ab. So schnell wie möglich musste man da in die Mitte fetzen. Und jetzt machen sie die Tür zu sofort. Also da so schnell wie möglich wieder wegfetzen. Wenn man da nicht durchkommt. Das ist perfekt getimed, dass man da nicht durchkommt dann. Perfekt getimed. Und ja, Mann.
die gammeln da drin jetzt und wollen den Tresor halt einfach holen, aufbrechen. Hier ist ein Double. Ich hätte da fünffach Kill gemacht, aber der sieht mich, ey. Mein Gott, ey, ich bin so dumm. Und die MP5 lädt auch so langsam nach, das ist ein bisschen schade. Aber was soll's. Ich fand sie geil irgendwie. Es gibt natürlich auch noch die Standard, Mechaniker, Medic, was es auch alles gibt, Unterstützer noch für Muni und Sniper-Typ halt. Gibt's alles noch, aber Fahrzeuge gibt's nicht mehr so viele. Also in der Beta habe ich jetzt kein Heli oder so gesehen, wo richtig abging. Wo ich gesagt hätte, Alter, das ist so geil, mit dem kann ich alles wegbrezeln. Das gibt's leider nicht, in der Beta auf jeden Fall. Es gibt noch ein Little Bird, wie in Battlefield 4, habe ich gehört, aber mehr glaub nicht an Helis. Ja. Ah ja, genau, hier ist der Tresor, den mache ich jetzt gerade auf, einfach so. Den haben sie davor eingesprengt. Eingesprengt, aufgesprengt, irgendwie, ja. Und, ja. Ich hoffe, ihr habt es kapiert mit dem Spielmodus. Dass man da halt, ja, wenn nicht, spult sie nochmal zurück und lasst es euch durch den Kopf gehen, was ich gemeint habe. Und, ja, Waffen sieht man hier, MP5K. Dann haben wir noch eine gespielt, eine HK. Ich weiß nicht, zu was sie gezählt hat. Ich glaube, LMGs oder so, keine Ahnung. Sah zwar, geht fast so aus wie MP5K, aber hat ein bisschen höheren Rückstoß gehabt. Wie ich finde, auch in dem ganzen Spiel haben die Waffen mehr Rückstoß als in Battlefield 4. Da muss man auf jeden Fall Aim haben. Wenn nicht, dann passiert sowas wie gerade im Hintergrund. Ich treffe ihn nicht. Und dann stirb ich da, glaube ich, jetzt auch noch. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Oh, da hatte ich sogar noch Glück. Ah ja, dann werde ich gesniped. Also die Sniper, wo der da hatte, die ist volle Automatik wie SVU von Black Ops 2. Sozusagen irgendwie. Aber braucht halt auch zwei Hits und eigentlich finde ich, geht es schon ab, wenn man mit der umgehen kann. Als erster Sniper ist es schon eigentlich ganz gut, hey. Jawohl. Ja, die Pistole, keine Ahnung was das ist, Magnum oder sonst was. Aber ja. Dann noch zu dem anderen Spielmodus. Ich weiß, es ist ein bisschen alles durcheinander, aber ich probiere alles ein bisschen zusammenzuhängen. Es ist nicht alles wie so runtergerattert, dass sich anhört, wie es hätte ich es auswendig gelernt. Das ist auch bitter. Und ich habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht, über was ich laber. Ich laber jetzt über das, was ich denke. Ich hoffe, das passt so, ja. Also zum zweiten Spielmodus noch. Es gibt einmal noch Hotwire, der ist chillig. Ich weiß nicht, ob sie da ein bisschen was von Need for Speed entnommen haben. Das ist sozusagen eine Verfolgungsjagd. Die Cops haben Autos oder Fahrzeuge und die Räuber haben Fahrzeuge. Die Räuber haben aber noch andere Fahrzeuge auf der ganzen Map verteilt, die mit denen sie wegfahren müssen und eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen müssen, damit sie damit dann Punkte machen. Also sie müssen in einer bestimmten Geschwindigkeit über die Map fahren, damit sie da Punkte machen. Und sind 5 Autos irgendwie auf der ganzen Map verteilt. Und dann so machen sie halt Punkte. Ich fand den Modus geil, weil es gibt auch was Neues. Da kann man jetzt sich aus dem Auto rauslehnen, so richtig heftig. Das finde ich chillig, dass man dann aus dem Auto so rausballern kann. Es gibt auch übelst geile Autos, finde ich eigentlich, für Battlefield, so Dodge Charger und Challenger oder sowas ist das. Sie haben sogar mal verschiedene Sounds. Aber, ja, ich finde es geil. Ich finde es geil. Im Großen und Ganzen ist jetzt eher mehr Infanterie angesagt bei dem Game, finde ich, und mehr auf nähere Distanz. Nicht mehr so viel in der Luft. Man kann nicht mal mehr eine Tube standardmäßig mitnehmen. Außer man rüstet sein Auto oder so auf. Ich weiß, hab's nicht ganz geblickt.
Ich glaube ja, man muss sein Auto aufrüsten oder so und kann da dann in den Kofferraum eine RPG oder so reinlegen. Aber sonst kann man keine Tube mitnehmen, außer einen Granatwerfer, und den bringt's einfach gar nicht. Überhaupt nicht. Den kann man so vergessen. Ich schwör's euch, das ist so Dreck, aber ja. Das ist eigentlich, also ich finde es geil, dass es mehr auf dem Boden ist. Zwar der Battlefield-Design, finde ich, ist immer noch. Da ist jetzt die Tube, Leute. Die hat keinen Plan, wie die schießt. Aber ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau, dass sich mehr... sorry, Leute, bin müde. Dass sich mehr auf dem Boden abspielt, finde ich eigentlich richtig geil. Ist mehr was für mich als für einen COD-Spieler. Aber Battlefield 4 fand ich geil. Ich finde das wieder geil. Und ja, im Großen und Ganzen ist eigentlich... Ich finde es geil, Leute. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir wirklich holen werde dann beim Release oder dann erst später. Aber ja, geil war es auf jeden Fall. Selbst die Mucke zum Schluss, wenn man verloren hat, ist richtig nice, finde ich. Also das habe ich am meisten gefeiert bei dem Game auch. Also das macht richtig Bock, dann wieder eine Runde zu spielen und alles zu geben. Ihr könnt es jetzt mal reinhören noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.